Spieltag 12 der deutschen Eishockey-Liga. In Köln treffen sich die Haie und die DEG zum 216. Rheinischen Derby. In der vergangenen Saison hatte die Mannschaft von Mike Pellegrims gleich im Doppelpack in der Lanxess Arena gewonnen und hatte auch heute einen richtig guten Start mit dieser Chance. Aber daraus erwächst auf der anderen Seite diese Kontermöglichkeit und auch Köln. Damit zum ersten Mal richtig gefährlich vor dem DEG-Tor. Lalonde, plötzlich ist er drin. Köln führt 1-0 und das, obwohl Düsseldorf in den Anfangsminuten eigentlich besser war. Die Entstehung. Justin Chuck hat hier die Scheibe, erkennt die Situation richtig. Im ersten Doppelpassspiel, dann geht's rein ins Drittel der DEG und Schütz sieht Lalonde, der völlig frei einnetzen kann. 1-0 für die Haie, 11. Minute. Und der Druck bleibt bestehen. Nur etwas mehr als 120 Sekunden später kommt die Scheibe an die blaue Linie. Ryan Jones macht sich auf und dann ist die Scheibe nochmal drin. Die zweite gute Gelegenheit, viel mehr hatte Köln im ersten Drittel nicht. Und einen genialen Abfälscher mit Ryan Jones. Keine Chance für den DEG-Goalie. Corey Clouston, auch wenn man es ihm nicht ansieht, war zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Wir gehen ins zweite Drittel und haben diese Möglichkeit. Ein Stil, Bata in die Mitte, Kamera. Und das hätte fast den Anschlusstreffer bedeutet. Aber Daniel Chernusov passt richtig gut auf. Aber Bata bleibt am Drücker, will unbedingt den Anschlusstreffer. Die Szene sieht jetzt aus wie erledigt, ist sie aber nicht, weil Maxi Kamera weiterarbeitet. Bata geht hinter den Kasten, bekommt die Scheibe, sieht jetzt die Lücke und schießt aufs Tor. Daniel Chernusov geschlagen und der Anschlusstreffer verbucht. Alex Bata. Richtig, richtig stark. Er kennt seine Möglichkeiten und trifft. Das war nicht das erste Bulli nach dem Treffer, sondern ein paar Sekunden später gibt es dieses unglückliche Ding für Eriksson und dann ist der Ausgleich da. 35. Minute, 2-2, Eddie Lewandowski. Hier sehen wir noch mal die Entstehung. An der blauen Linie stolpert Eriksson, verletzt sich, kommt nicht zurück aufs Eis. Dann Lewandowski, schöner Move und mit der Rückhand geht die Scheibe ins Tor. Der Ausgleich ist perfekt. Clouston gerade noch glücklich, jetzt ärgerlich im letzten Drittel. Und Düsseldorf drückt weiter. Sie arbeiten. Marček vor dem Kasten von Daniel Chernusov kriegt die Scheibe nicht rein. Tolle Arbeit der DEG. In diesem Moment finden sie aber in Daniel Chernusov ihren Meister. Auch Köln jetzt im Powerplay unterwegs. Vor dem Kasten. Jones wieder mit der Chance. Aber die war nicht drin. Arbeitet nach vor dem Kasten von Dan Beckler. Aber jetzt sehen wir es. Scheibe, hier fliegt sie hoch und landet dann unter dem Goalie der DEG, der in seinem zweiten Match eine gute Partie machte. Wir sind in der Verlängerung. 2-2 stand nach 60 Minuten. Und dann kommt dieser Zusammenprall. Und plötzlich ist Köln unterwegs. Kein Düsseldorfer da, bis auf den Goalie Jones und Hospitz. Die Entscheidung. Da jubelt er ein bisschen in Richtung DEG-Fans, aber das darf erlaubt sein an einem hart umkämpften Eishockeyabend. Und dann sehen wir noch mal die Entstehung. Novak, Bortzen und Erhoff prallen ineinander an der Bande. Und Jones denkt, oh, auf und davon mit Hospitz im Zusammenspiel. Und dann hat Dan Berkeler keine Chance. Köln gewinnt mit 3-2 nach Verlängerung. Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Auch wenn mir eben gesagt wurde, ja, dass es vielleicht ein bisschen zu viel war. Aber in dem Moment sind die Emotionen mit Sicherheit hoch. Und ja, vielleicht muss ich eine kleine Strafe zahlen. Mal schauen. Das Spiel hätte genauso gut jetzt auch für uns so ausgehen können. Overtime ist halt einfach mal so. Und wir waren in Köln, wir haben ein dickes Spiel gemacht und jeder kann da erhobenes Hauptes jetzt nach Hause gehen. Köln holt den zweiten Erfolg in der Liga in Folge und den 107. Sieg im 216. Derby. Daniel Chernusov war einer der Besten. Und Düsseldorf, ja, die Jungs dürfen sich freuen, haben hart gearbeitet und nach einem guten Match dürfen sie stolz sein auf diese Teamleistung.